Ja. Also, guten Morgen, ihr Lieben. Hier spricht der liebe Hansi. Wir sind gerade in Dubai gelandet, müde, kaputt und ziemlich fertig. Thomas schläft auch gleich ein. Bodo und ich konnten überhaupt nicht schlafen, weil hinter uns noch einer mehr geschnarcht hat wie ich. Und das soll eigentlich schon was heißen. Aber der Flug war ruhig, 6 Stunden super. Essen, Trinken hat uns riesen Spaß gemacht. Aber ich bin jetzt auch froh, wenn ich gleich irgendwann mal ins Bett falle. Ja, zumindest seht ihr hier jetzt auch mal ein Bernie-Bärchen, der ja sonst... Er ist dabei! Der ja sonst eigentlich auch immer nur filmt. Also, bis später. So, wir haben den Flughafen gut verlassen und sind nun im Hafen angekommen. Die Koffer werden uns hier abgenommen und die große Reise kann so langsam beginnen. Könnte losgehen, wenn Bodo eine Zigarette auf hat, denn ohne Zigarette geht nichts. Wir haben ungefähr 26 Grad geschätzt, gefühlt ein bisschen mehr. Wir sehen da hinten die Skyline von Dubai. Die Fahrt hierhin war schon gigantisch. Jetzt freuen wir uns auf ein Frühstück. Sonst sorge ich dafür, dass so. Wir hier gar nicht mehr rauskommen. Hier, hier sehen wir unseren Star-Trinker, Bodo. Und Klausi, und Klausi im Schlepp. Genau so ist er. Und unser Star-Schläfer ist ab. Wir sind jetzt hier mitten im Leben in Dubai City mit dem höchsten Haus der Welt, dem Burj Khalifa. Da werden wir dann auch aufgehen, hoffe ich. Aber die weiteren Häuser hier in der Umgebung sind auch nicht ohne und es wird weiter gebaut. Blick auf die Skyline. Alles sehr sauber hier. Aber der absolute Touristenpunkt hier. Nach der durchfahrenen Nacht alle etwas schlapp, aber das dürfen wir uns hier nicht entgehen lassen. So, jetzt sind wir in der ersten großen Shoppingmeile hier. Hier kann man Geld ausgeben ohne Ende. Es ist schon gigantisch. Ein Himmel, der laufend seine Farben verändert. Alle großen Läden sind hier vertreten. Gigantisch. Nun geht's weiter. Ja, hier wurde an nichts gespart. Sogar ein riesen Aquarium in der Shopping Mall zu den vielen Geschäften. Den beiden hat's auch die Sprache überschlagen. Und noch einen
Eindruck von diesem tollen Einkaufszentrum. Ja, alles Fische. Alles ein Wahnsinn, ja. Wer hier nicht zurechtkommt, der kommt nirgendwo zurecht. Man muss nur genug Geld mitbringen. Und es wird hier weiter gebaut auf Dolbe vom Haus. Oh, ja, am höchsten. Wo man hinschaut, Kräne. Das Polster. So, hier am Strand von Dubai sind wir angekommen. Hier ist dann gleich die besagte Palme. Nee, wir sind zu früh ausgestiegen. Ja, ja. Der Klaus weiß es natürlich. Aber mal von der Seite hier das einzige 7-Sterne-Hotel der Welt. Sehr schön. Wir haben hier ein sehr schönes Plätzchen gefunden. Ja, das 7-Sterne-Hotel. In einer wunderschönen Umgebung hier am Strand von Dubai. Wenn wir die Badehose dabei hätten, könnten wir jetzt schwimmen gehen. Und nun Prost. So, jetzt fahren wir auf die künstliche Insel Palma. Das wackelt ganz sehr schön. Sehr schön. An der Spitze der Palma.
nach dem ersten Tag in Dubai mit dieser gigantischen Kulisse verlassen wir nun Dubai und es geht nach Muscat. Heute haben wir einen Seetag bei strahlendem Sonnenschein. Thermometer geht gegen 30 Grad. Die Liegen sind gerichtet. Zugleich gibt es das berühmt-berüchtigte Oktoberfest in Dubai. Kann einfach mal zu erzählen. Da. Ja, wir sind jetzt hier im 124. Stock des Burj Khalifa, dem höchsten Haus der Welt, und haben hier einen ganz tollen Ausblick. Von ungefähr 400 Meter. Schauen wir mal, was man hier so sehen kann. Das ist schon ein toller Ausblick. Der war mit dem Fahrstuhl in einer Minute hier oben. Gigantisch. So, im Hintergrund sieht man die AIDA im Hafen liegen. Dort werden wir gleich hin zurückfahren. Es ist schon ein Donnerhaus. Hier vorne entsteht gerade das zweithöchste Haus von Dubai. Nochmal ein Blick von der anderen Seite. Im Hintergrund sieht man die Palme. Dann wollen wir mal schauen, ob wir sie besser sehen können. Alles ein bisschen riesig, aber Ansätze sieht man. So, die Reise in den Himmel ist beendet. Es war ein tolles Erlebnis von da oben. Jetzt sind wir hier unten bei den Fontänen, die zurzeit abgestellt sind. Hier eine wunderbare Vergnügungsmeile mit vielen Lokalen. Hier kann man abends bestimmt sehr schön feiern und essen. Und wo es was zu feiern, zu essen und trinken gibt, sind diese beiden Herren, da kommt der dritte dazu, immer dabei. Ich kann ja mal etwas näher rangehen, den Hansi mal ins Visier nehmen, dann weiß jeder, warum wir von Essen sprechen.